Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu diesem Q-Deals Haul. Ich habe heute mal alles etwas anders, ne? Also ich habe die Bilder schon glattgelegt, damit ich euch sie vernünftig zeigen kann. Es sind sehr, sehr schöne Bilder von mir mit KI generiert. Das heißt, ich habe drei personalisierte Bilder. Eins davon bedeutet mir sehr, sehr viel. Das werde ich auch heute wohl anfangen oder morgen, je nachdem. Ich zeige euch als erstes die Tools, die dabei sind. Und das sind wie immer diese weißen Schnabelschiffchen, ein rosa Stift, also die Anfängerstifte, eine Pinzette und ein paar Tütchen für Reststeine und ein großes Stückchen Wachs. Das ist bei allen drei Bildern dabei gewesen. Und dann kommen wir zu dem ersten Bild. Welches nehmen wir denn als erstes? Das, was mir am meisten bedeutet, zeige ich euch, glaube ich, als erstes, weil dann kann ich das zur Seite legen, um es nachher anzufangen. Ach nee, es war auch noch ein Goodie dabei, und zwar Release-Papier. Das könnt ihr austauschen mit dem Plastikpapier, sag ich schon, mit der Plastikfolie, die auf den Bildern drauf ist. Ja, damit schützt ihr euer Bild vor Staub und Dreck und könnt euch Felder einteilen. Ja, geht damit viel leichter als mit dieser Folie. Außerdem gab es noch Sticker für Döschen und einmal eine DMC-Stickerliste. Die könnt ihr euch auch auf Dosen kleben und auf Tütchen, je nachdem, wie ihr eure Steine lagert. Die Goodies sind immer dabei. Finde ich sehr, sehr gut. Release-Papier kann man nicht genug haben. Ich habe davon echt viel, weil ich auch viel mit Q-Deals zu tun habe. So, wir fangen mit dem ersten Bild an. Ich lege mal die anderen Sachen beiseite. Und zwar ist das erste Bild die Schleife meiner Erkrankung. Die Histiozytosenschleife ist dunkelblau. Die habe ich mir personalisieren lassen. Ich wollte einfach was haben, was persönlich ist, was mir was bedeutet. Und ich habe mit der KI generiert, dass ich da auch einen Regenbogen und Blümchen dabei habe und halt die Farbe Blau auch im Fokus steht. Ich zeige euch mal das Vorschaubild. Und das Bild hat eine Größe von 45 x 45 cm. Falls es das doch in den Shop geben sollte, ich habe es erlaubt, ja. Jeder, der so eine Krankheit hat, der kann sich das Bild dann natürlich bestellen. Und in verschiedenen Größen. Oder eckig oder runde Steine kann man sich dann aussuchen. Das Besondere dabei ist, dass RB-Steine dabei sind. Wir gucken uns gleich an, wo diese gesetzt werden. Also hier bei dem Set habt ihr auch noch mal eine Bildervorschau. Eine Inventarliste ist dabei und die Steine. Und da haben wir mehrere RB-Farben dabei. Dunkelblau, hellblau, ein schönes helles Lila. Wahnsinnig gute Steine, ja, die werden immer besser. Schön glatt, vor allen Dingen. Soweit ich weiß, sind es noch Acrylsteine, aber wenn der Wandel so weitergeht bei Q-Deals, dann wird es bald Harzsteine geben. Das habe ich einfach im Gefühl. Der Kleber, der wurde verbessert, das wurde mir zugesichert und ich habe hier 42 Farben in diesem Bild. Das ist eine Menge für so ein kleines Bild. Wir gucken uns jetzt mal die RB-Steine an. Ich suche uns mal die RB-Steine raus. Raschel, raschel. Also, wie gesagt, die Legende ist dabei. Die laminiere ich mir meistens ein. Immer passend dazu einen Hintergrund mit Bastelpappe. Da werde ich wieder Regenbogenfarben nehmen. Zeige euch mal, wie das Ganze dann laminiert aussieht bei mir. Moment, das eine Bild von Kudi, jetzt habe ich nämlich auch einlaminiert. Hier die Legende. So mache ich das immer. Kommt an die Legende nichts dran, die geht nicht kaputt, die wird nicht dreckig. Und ich habe eine kleine Erinnerung, die tue ich dann in meine Schublade und weiß immer, was habe ich gepaintet. Ne? So. Dann holen wir mal die EB-Steine raus. Eins, zwei, drei. Hier. Fünf AB-Farben, glaube ich. Boah, guckt euch mal diese Farbe an.
Sieht man das in der Kamera? Ja, ne? Ja. Richtig knalliges Rosa, so ein richtig Neonrosa schon fast. Gibt die Kamera gar nicht so her, ne? Aber ist wirklich ein richtig, also außerhalb der Kamera sieht es knalliger aus. Wir gehen jetzt mal auf die EB-Farben ein. Ich glaube, da hinten haben wir auch noch eine. Zwei sogar. Wow. Warte, ich gucke noch mal, ob wir da noch mehr haben. Wisst ihr, worauf ich mich freuen würde? Wenn es bei Q-Deals diese Glitzersteine gäbe, diese Fairy Dust. Wäre natürlich auch der Knaller. Guck mal, ein schönes Grün. Ist auch dabei. So, ich glaube, ich habe alle. Und auf jeden Fall eine Menge dabei. Wir haben ein dunkles Blau. Ich zeige euch die Sachen mal. Dann haben wir ein Rosa. Die 818. Dann haben wir die 210. Die 3846. Wunderschönes Blau. Das ist das Blau von der Histiozytose-Schleife. Dieses Blau. Wahnsinnig gut getroffen. Dann haben wir die 603. Wir haben hier schon 5. Dann haben wir die sechste AB-Farbe. Das ist die 820. Und die siebte AB-Farbe, die 996. 7 AB-Farben ist schon eine Menge. Ist ja der Knaller. Warte mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, Tatsache. 7 AB-Farben. In dem kleinen Bild. Überlegt mal. Das ist der Hammer. Gefällt mir richtig gut. Werde ich heute auf jeden Fall einsortieren und painten. Und werde euch das dann hier einblenden. Nach dem Unboxing hier. Wie das erste Feld aussieht. Ich freue mich sehr. Ich freue mich sehr. Wir gucken mal. Und zwar haben wir die 42. Die kommt komplett hier unten hin. Komplett. Deshalb sind das auch so viele Steine. 42 kommt komplett hier unten hin und ist in der Schleife vertreten. Die Schleife wird richtig schön schimmern. Das ist ja der Wahnsinn. Guckt mal. Boah, ich freue mich. So, das Rosane haben wir dann hier im Hintergrund. Dann haben wir die 40 auch in der Schleife hier oben. Die 37 haben wir auch in der Schleife. Ist ja der Wahnsinn. Das auch. Das haben wir hier unten. Und das Rosa haben wir da oben. So. Das bedeutet, das wird ein sehr, sehr schön glitzerndes Bild. Und da werde ich mich heute ran machen. Da habe ich echt Bock drauf. Schön kleines Bild, geht schnell. Ja. Sehr schön. Also was will man mehr, ne? Ist günstig, hat viele Farben, also viele AB-Farben dabei. Das wird sehr, sehr schön werden und bedeutet mir viel. So. Sehr schön. Wie gesagt, das Copyright liegt bei mir. Ich habe es KI generiert, habe somit das Recht am Bild hier. Das wird definitiv gemacht. Findet ihr das nicht auch schön? Guckt mal. Und vor allen Dingen, der Druck sieht so gut aus. So, so gut. Der Regenbogen noch da hinten und Schmetterlinge und Blümchen. Ja. Ihr werdet in nächster Zeit auch noch andere KI-generierte Bilder von mir sehen. Die werde ich mir nämlich alle nach und nach personalisieren lassen, die ich gut finde. Das war das Bild. Tue ich mal zur Seite. Dann kommen wir zu dem neuen Logo, was ich mir in mein Zimmer hängen möchte. Da ist sehr viel dunkler Ton drin. Hoi, hoi, hoi. Aber auch AB-Steine. So, wir gucken mal, wo habe ich denn die Steine? Da.
Und hier haben wir 1, 2, 3, 4, 6 AB-Farben drin. 6 Stück. Und insgesamt 42 Farben. Das ist mein Logo, auch KI generiert. Mit einem schönen Diamanten, dunklem Hintergrund, goldener Schrift. Diamonds and Pictures. Das Problem bei KI ist meistens, wenn man irgendeinen Schriftzug haben will, dann schreiben die da immer doppelte Buchstaben oder total durcheinander. Da habe ich echt lange gebraucht, bis ich das Logo zusammen hatte, ne? Also das war wirklich war ein Kampf, ja. Aber ist schön geworden. Mir gefällt sehr gut. Sehr, sehr gut. Und das ist die Vorschau. So sieht es auf dem Foto aus, was ich hingeschickt hatte. Qdeals hat Personalisieren wirklich sehr, sehr gut drauf. Ich bin da, ich habe da, ich habe 2 Schubladen voll Bilder von Qdeals. Also was, ne? Noch Fragen? Ich liebe diese Firma einfach, ja. Dann haben wir hier auch AB-Steine dabei. Natürlich ein schönes Rosa. Dann haben wir noch ein dunkleres Rosa hier drin. Ich werde das jetzt nicht komplett auspacken, aber wir haben ja echt tolle, tolle Farben. Mal gucken, kann ich. Guckt mal. Guckt euch mal diese glatten Steine an. Das für Acrylsteine. Zumindest weiß ich nur davon, dass es Acryl ist. Sieht aber schon fast aus wie Harz. Ich mal eben den Fokus auf die Steine ein bisschen richten. Wahnsinnig schöne Steinefarben, ne? Oh. Ja, das ist das zweite Bild. Ich liebe es. Das werde ich aber jetzt dann auch wieder einrollen. Die Größe ist 45 mal 50. Wenn ihr also ein schönes Logo habt, dann reicht diese Größe sogar aus, wenn ihr ein eigenes Logo machen möchtet. Und wenn ihr Fragen habt oder ein eigenes Logo kreieren möchtet, aber nicht wisst wie, schreibt mich gerne an. Ich mache euch ein schönes Logo und dann könnt ihr euch das personalisieren lassen. Ja. So. Dann kommen wir zum dritten und letzten Bild, was mir auch super, super gut gefällt. Und zwar habe ich mit einer KI unsere kleinen Katzen generiert. Da waren die noch Babykatzen. Ich habe es aber seitdem nicht personalisieren lassen, sondern erst jetzt. Jetzt sind die schon ein Jahr alt. Sehen also nicht mehr so aus. Das ist Luna und das ist Schnucki. Ja, zumindest sollten sie es darstellen. So ein bisschen anders sehen sie aus. Aber es trifft schon ganz gut, wie frech die beiden sind, ja. Da trifft es schon ganz gut. Das Ganze hat hier 50 Farben und auch AB-Farben mit dabei. Wie viele, das zähle ich mal eben. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 Stück. Bis jetzt hatte mein Histiozytosenbild die meisten AB-Farben drin. Das Bild hat diese Vorschau, so sieht es als Foto aus. 60 mal 40. Ich habe direkt gesagt, nehmt die Größe, wo ihr sagt, es kommt gut raus. Und bis jetzt konnte ich mich mal drauf verlassen. Guckt euch das mal an. Sieht doch echt niedlich aus, oder? Knuffig, knuffig. Vor allen Dingen, lasst euch nicht beirren, denn wenn die Steine liegen, sieht das Ganze noch etwas kräftiger aus von den Farben her. Ich kann euch sagen, jedes Mal, wenn ich was von Kudiz gepaintet habe, hat mich der Druck irritiert. Und wenn die Steine lagen, 1A. Ne? Wir haben auch hier AB-Steine mit dabei. Ich habe extra gesagt, ich hätte gerne bei allen Bildern AB-Steine. Schöne Rosatöne, Lilatöne, Schwarz haben wir drin. Und die anderen Farben sind auch schön sanft. Auch dunkle Töne sind dabei. Schöne Brauntöne. Ja, sehr, sehr schön. Ja, für die Größe super. Wir haben auch bei allen Bildern eine Legende dabei, die wir einlaminieren können oder auch so benutzen können. Ihr macht es ja bestimmt anders als ich. Wo auch die MC-Nummern aufgeführt sind, die Masse der Steine, also wie viele Steine dabei sind und wie viele Tütchen mit den Steinen dabei sind. Die Symbole. Und die Farbnummer, die DMC-Nummer. Alles aufgeführt. Das heißt, wenn ihr die Steine danach wegsortiert, könnt ihr das Ganze überprüfen, welche DMC war das und, und. Ihr könnt natürlich auch hier da draus Sticker machen für eure Döschen, wenn ihr so einen Sticker-Maker habt, ne? Ja,
Das ist dieses Bild und ich zeige euch auch noch mal den Druck so ein bisschen näher. Wie gesagt, das irritiert so ein bisschen, aber wenn die Steine liegen, ist die Katze gestreift. Dann sieht das alles ein bisschen anders aus. Sehr, sehr schöner Druck. Ein bisschen näher ran. Seht ihr, wie schön klar die Felder aussehen? Sehr, sehr süß, ne? Ja, finde ich auch. Und wenn ihr so ähnliche Bilder haben möchtet, meldet euch wie gesagt bei mir. Ich stelle euch ein paar her. Da wären wir uns bestimmt einig, ne? Und dann könnt ihr euch die personalisieren lassen. So, das war's von mir. Das waren die drei Bilder von Q-Deals. Vielen lieben Dank nochmal an Q-Deals, dass ihr immer so tolle Arbeit macht und dass ihr euch auch darauf einlasst, wenn ich mal etwas kritisiere wie den Kleber. Weil, ja. Ihr, meine Zuschauer, habt euch ja öfter mal in den Kommentaren beschwert über den Kleber und dann wurde dran gearbeitet. Also der Kleber soll jetzt wirklich viel, viel besser sein. Ich bin gespannt, wir werden es testen. Und ich blende jetzt nach diesem Unboxing ein, wie ich das erste Feld von meinem Bild hergestellt habe. Und ob der Kleber dann besser ist, werde ich euch gleich sagen. Also ich habe jetzt schon ein wenig gepaintet. Es macht wirklich, wirklich Spaß. Die Steine sind super. Wobei ich sagen muss, die AB-Steine sind größer als die normalen Steine. Das sieht man hier auch so ein bisschen, glaube ich. Da muss man ein bisschen drauf achten, dass man die richtig hinschiebt. Aber überlegt mal, wie viele AB-Steine hier alleine schon sind, ne? Der ganze untere Rand und die Schleife, die ihr auf dem Bild seht, besteht aus AB-Steinen, aus verschiedenen. Das ist der Wahnsinn. Also ich habe jetzt, wie gesagt, das hier alleine in der letzten Stunde gepaintet. Und die liegen echt gut. Und der Kleber ist auch tutti. Also es hat sich was getan. Bis jetzt hat sich da kein Stein gelöst oder sonst was. Nichts poppt hoch. Ich werde weiter berichten. Ich werde jetzt noch hier ein kleines Stückchen machen. Und dann kommt mein Resümee. Und dann zeige ich euch, wie das Ganze dann aussieht. Also ich werde jetzt hier das noch fertig machen, dass es so ein Rechteck bildet. Und dann mache ich für heute Feierabend. Ist auf jeden Fall echt gut, ne? Also viele, viele Steine. Und die Steine haben eine super Qualität, wie ihr hier seht. Top.